Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir stehlen Vorräte für unseren Bunker, damit wir wieder ein bisschen mehr Kohle machen können. Wie ihr seht, ich habe nur noch $36.225, da ich einiges an unserem Kapital, was wir gewonnen haben, ja klar in die Produktion gesteckt habe. Ach du Scheiße. Ach, ist das ein Prius? So. Dilettante, und? Junge, Dilettante. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Wir müssen genau ans andere Ende der Karte. Ach, das ist dieser scheiß Elektrofahrzeugding. Ja. Ist aber nicht schlecht an sich. Der Elektrofahrzeugding. Das Auto mit dem Elektromotor. Das ist also mit dem vier Elektromotoren. Was? Vier? Nicht vier, ein. Nein. Jedes Rad hat seinen eigenen Motor bei Elektrofahrzeugen. Das ist eine Antriebseinheit. Nein, das sind Motoren, direkt dran. Glaub ja. Mir. Ja, ist okay. Ja, ja, ja. Ich mag sowieso keine Elektroautos und ich finde auch nicht, dass Elektroautos die Zukunft sind. Nö. Die Zukunft sind atombetriebene Fahrzeuge. Nein. Doch? Nein. Glaub mir. Nein. Doch, die können dann fliegen und so ein Scheiß. Ja, aber nicht atombetrieben. Werden Hybridmotoren sein. Zwischen Wasserstoff und Elektro. Bin ich der Meinung. Ah, das werden wir sehen. Mal schauen, was passiert. Boah, dieser Prius, ne? Der ist eigentlich gar nicht mal so langsam. Ja, das ist ja kein Prius. Ja, doch. Nein, das ist ein Karin Dilettante. Ja. Ist aber ein Prius. Ja, ein Prius Abklatsch. GTA Abklatsch. Dilettante, ja. Der Wagen ist ja auch dilettant. Mhm. Ich lasse dir welche übrig, ja? Ja, danke. Den für mich. Den für mich. Aber vorhin hast du mir keine übergelassen, das fand ich schon ein bisschen dreist. Aber jetzt. Komischerweise stehen alle Pylonen. Okay. Ja, weil du vielleicht ein bisschen zu weit weg bist oder so. Ja, das kann gut möglich sein. Ich bin mal gespannt, was wir unten am Buccaneer Way machen müssen. Ah, das werden wir dann sehen, ne? Ja. Ich wäre mal glücklich darüber, wenn die Mission, die Gegner ein bisschen stärker werden. Nicht, dass sie dich direkt wegballern, sondern dass du nicht einfach an die Ware drankommst. Ja. Weil. Oder das, was ich halt ganz witzig finden würde, aber das gibt's glaube ich nicht. Dass du vorher vielleicht so ein kleines Rätsel lösen musst oder so. Ja, das wäre auch geil. So wie bei, der Bankmission. Ja, genau. Ne? Nicht immer nur das stupide Hinfahren, Ware klauen, zurückfahren. Genau. Ja, meine lieben Freunde, letzte Folge haben wir eigentlich auch gerade eben schon aufgenommen, aber die ist... Naja. Leider von der Qualität her nicht so gut gewesen. Nee, OBS hat da so ein bisschen Mist gebaut, sag ich mal. Ja, ja. Leider. War eine schöne Folge, fand ich. Die war sehr gut. Oh. In der Folge hat man nämlich meinen neuen Gewerbebetrieb gesehen, wenn man es so nennen möchte. Ja. Man darf es so nennen, man möchte es so nennen. Aber wir werden sie euch in Zukunft besser zeigen. Ja. Ne, und dann werden wir auch lüften, was das Geheimnis ist, weil wir können ja immer viel erzählen, wenn der Tag lang ist, ne? Hast du dir eine Corvette geholt? Nein. Ich? Nein. Ich habe einen Bullet, ich habe Ford GT. Achso. Oh, er hat sich Motorrad geschnappt. Mit Motorrad in der Stadt immer ziemlich gefährlich. Das stimmt. Und vor allem, wenn andere Motorradfahrer da sind.
Alter! Junge! Was denn? Verpiss you! Verpiss you! Come on, verpiss you! My ass bleibt jung, virgin, Junge. Bleib jung, like a virgin! Touch for the very first time! Like a virgin! Ich kann nicht singen, ich weiß, aber ich. Es macht Spaß. Oh! Wow! Alter! Das ist nicht dein Ernst! Nur weil du einen scheiß Unfall gebaut hast, ey. Ich hab über die Hälfte meines Lebens verloren wegen dir. Soll ich dir mal was sagen? Was wegen denn? Wegen der scheiß Laterne ist mein einer Reifen schief. Mein einer Reifen schief? Ja, der rechte Hinterradreifen steht jetzt schief. Hinterradreifen? Ja. Der Hinterradreifen, genau. Du hast mich schon verstanden. Ich hab dich schon verstanden, da gebe ich dir recht. Aber hart. Hinterradreifen. Weißt du, was mir dazu einfällt? Was denn? Mehr bessere Vorlage geht nicht! Ja, ja. Die Folgen mit Fallwolf, die haben. Fallwolf? Tut mir leid. Fallwolf ist ja nicht richtig, er ist ja kein Fall. Ja, sollen wir nicht auf den Senkel gehen. Vor allem, sonst müsste man das ja Pfahlwolf aussprechen, ne? Pfahl mit PF? Ja, Pfahlwolf. Na, wie behindert soll ich denn hier fahren? Wo bist du denn? Oh, oh. Oh, oh, oh! Nein, du schießt ja falsch. Oh, shit! Unfall. Unfall. Ich will ballern. Jo. Warte. Nimm mir immer hier ein bisschen Munition. Hier war noch irgendwo einer, der auf mich geschossen hat. Nimm mir hier immer ein bisschen Munition mit. Ja, ja, hab ich gerade auch. Wie der Typ da oben drauf liegt, Alter. Ja, ne? Jetzt weiß ich. Jawollo. Och, ich hätte aber gerne meinen. Da! Ich hätte aber gerne den Ford GT wieder. Ich seh den nicht! Das macht mega Fetz. Das macht mega Fetz. Ja, ich finde das ganz gut, dass du das machst, weil ich habe irgendwie immer mehr Bock zu fahren. Mhm. Und für die Aufnahme ist es auch interessant, eindeutig wenn man besser, das ja. Schließen sieht. Stimmt mit dir nicht! Ich habe zurückgeguckt. Oh, Helis! Oh! Meine Lieblingsfeinde. Wo sind die denn? Ich sehe sie nicht. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Ich seh die nicht. Ach, da oben! Alter, what? Ja, Helis sind meistens oben. Das ist richtig, Karte. Ja, aber der war so weit oben, ich hab die gar nicht mehr gesehen. Oh nein! Oh, cooler Dude! Cooler Dude! Was denn? Ja, so ein Typ namens einem Kotti hat ein neues Video hochgeladen. Knall die Bullen ab! Ja, jetzt wisst ihr, an welchem Tag wir aufnehmen. Um es euch zu erleichtern, heute ist der 2.3. Ich frage mich, wie viele Leute jetzt auf Pause gedrückt haben, um zu gucken, wann das Video erschienen ist. Und ich hab's jetzt einfach gesagt. Da wir jetzt, Alter, das war ein Big Spoiler.
Richtiger fetter Spoiler, Junge. Was ist denn für ein Spoiler, Alter? Du hast den Leuten die Uhrzeit, den Tag verraten. Die Uhrzeit nicht, ja, aber den Tag. Doch, die Uhrzeit habe ich ja verraten. Ja. Das Motorrad steht immer noch. Alter, hab den Typen einfach von seinem Motorrad runtergeschossen. Aber wie der zusammengesagt ist, der ist umgefallen und sein Motorrad steht immer noch. Wenn wir gleich da vorbeifahren, steht das Motorrad immer noch. Wir fahren da nicht nochmal vorbei. Wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meters. Du kannst wieder auf die Reifen schießen. Stimmt. Ah. Geil. Wow. Da bin ich aber mal gut ausgewichen, ey. Ja. Komm. Den vor uns, dass er voll in die Häuser reinhaut. Warte. Den erwischst du so. Andere Seite. Hab ich doch versucht. Manchmal triffst du die Reifen halt nicht. Also der Wagen, der macht Spaß. Warum drehen die als in die falsche Richtung? Bam. Wie geil der hochgesprungen ist. Warte. Oh, da vorne geht's ab, ey. Meinst du, wir schaffen es, irgendeinen von der Brücke fallen zu lassen? Witzig wäre es. Am besten hier so rechts runter, so. Ja. Oh, mittig. Kein einziger. Warum kommen denn keine Gegner mehr? In der Stadt kamen so viele. So noch so ein paar Helis oder so wegführen. Hm. Wenn du dich drehst oben drauf, ne? Ja. Merkst du, was das Auto macht? Das zieht voll weg? Ja. In eine Richtung. Ja. Aber nur wenn ich mich schnell drehe, ne? Ja, nur, oder dreh dich mal langsam. Ja, ein bisschen. Wir wurden gerade abgeschossen. Er ist tot. Bring die Vorräte zum Bunker. Ich frag mich, wo wir hier Vorräte geladen haben. Das ist das Fahrzeug. Oder die Minigun obendrauf. Nein, nein, nein. Das ist generell das Fahrzeug, weil der Bunker ist nur für Waffen gedacht. Du kaufst nur Waffen. Ja, dann wird es wahrscheinlich die Minigun sein. Ich denke mal, das komplette Fahrzeug. Ja, vielleicht auch das. Kann natürlich auch sein, dass sie diese Minigun auseinandernehmen, daraus eine neue Waffe bauen. Ja. Das kann sein, weil die sind ja die ganze Zeit nur mit Schusswaffen beschäftigt. Lol. Chaos! Chaos!
Hast du gerade eine Auszeichnung gekriegt, oder was? Nö. Achso, ich dachte schon. Toll! Ich schieß gerade so auf ein Auto und auf einmal sprichst du in diese Lücke rein. Und das Auto verschwindet einfach hinter einem Berg. Sehr gut. Oh Mann, ey. Du hast für den Bunker deine täglichen Personal- und Geschäftskosten in Höhe von 9.400 Dollar gezahlt. Meine maximale Gesundheit ist auf 40 Leben gestiegen, also 40 von 100. Cool. Gesundheit. Ja, die Gesundheit ist echt wichtig, weil da erfährst du erst, wie viel Gesundheit du dann wirklich hast. Also Gesinnungen und so, ne? Ich habe aber auch das Gefühl, dass diese komischen Monchichis hier rückwärts schneller fahren. Also ich dachte, hä, Monchichis, was meinst du damit? Ja, diese komischen Kackteile hier. Das sind doch Monchichis. Ich dachte erst, du meinst was mit Moncherie, Alter. Und ich sage, hä, Monchichi, was meint der mit rückwärts fahren? Ich sag, wenn du davon so viele gegessen hast, dann sollst du gar nicht mehr fahren. Okay. Monchichi, Junge. Oh, Mann, ey. Monchichi. Boah, schon wieder nur diese Prius-Kacke hier. Good luck. Nee, das mache ich nicht mit. Was denn? Ich rufe jetzt meinen Mechaniker an. Mechaniker! Oh, Entschuldigung. Okay, ich fahr schon mal vor. Ihr macht das. Oh, schon wieder so weit, ey, Alter. Wo ist es diesmal? 12 Kilometer? Schon wieder da unten. Alter, willst du mich verarschen? Noch weiter weg? Nee. Ich kündige dich. Näher dran. Nein. Du? Jetzt habe ich verdammt nochmal eine Aufnahme gestartet. Wollte ich gar nicht. Wie eine Aufnahme gestartet? Ja, hier von GTA. Von GTA. Du kannst in GTA, wenn du F3 drückst, kannst du aufnehmen. Echt? F3? Nee, hat nicht funktioniert. Doch, da steht jetzt links über der Map steht da Aufnahme. Nee. Nicht? Nein. Wie nö? Bei mir steht da immer Aufnahme. Oder vielleicht musst du es einstellen, das kann auch sein. Das könnte sein. Alter, wie weit bist du weg? Und außerdem meinte ich eben gerade, mein scheiß Mechaniker, ich hab's mal richtig ausgesprochen, hat mein Auto noch weiter weggeparkt als sonst. Das war nervig. Ja, das kann ich verstehen. Hast du hängen gebleibt? Nee. Neues Auto holen? Mhm. Ein Bolokan Ferry. Sieht nicht schlecht aus. Ja. Naja gut, Heck könnte ein bisschen besser sein, ne? Aber. Ja, die Rücklichter an sich. Boah, wie viel schneller du bist. Einfach. Jetzt würde ich gerne Windschatten nehmen können, weißt du? Ja, aber leider geht's nicht. Nein. Ich lass dir ein paar über, ne? Ja, bitte. So, einer für mich, einer für Yannick. Einer für mich, einer für Yannick. Bei mir stehen alle. Mich? Echt jetzt? Ja, bei toll, hätte ich auch voll durchballern können, ey. So wie oh Mann, ey. Aber ich hab sie bei dir fliegen sehen. Trotzdem standen sie da. Was? Na, vielleicht war die Render Distance einfach immer noch zu far. Zu far? Ja, zu weit wollte ich's. Mann, ich bin von Minecraft gewöhnt, so Render Distance far.
Weißt du? Das ist das Problem. Oh Mann, ey. Gebaut. Okay. Noch 5 Kilometer. Du trägst mehr als 5000 mit dir. Zahl dein Geld ein, sonst verlierst du es. Okay, hab ich. Gerade mal die Zeit genutzt, um einzuzahlen. Ich habe jetzt meine 2076 Dollar auch eingezahlt. What the fuck? Was denn? Was ist in der Zeit passiert, als ich auf mein Handy geguckt habe? Warum? Mein Auto liegt auf dem Kopf. Mensch, Mutti hat immer gesagt, das ist nicht schlimm, wenn du aufs Handy guckst, wenn du Auto fährst. Das hat Mutti bestimmt nicht gesagt. Doch, Mutti hat das gesagt. Also Mutti, die Mutti. Also die Mutti. Ja, die redet Mutti. Ja immer mit mir, wenn ich fahre. Ja. Die kann ja, reden. Ja, stimmt. Die Mutti sagt sowas. Ja, die Mutti, die sagt, guck aufs Handy, ich fahr für dich. Das stimmt. Alter, was ich für ein Stuss war. Oh mein Gott, ey. Wach, steig ein. Und gleich erstmal einen Schluck Wasser trinken. Motorradfahrer! Boah, Alter, ist er hochgeflogen. Und weit. Weißt du was? Ich bin gerade über die Straße da. Bei der Straße sind ja so ein paar Strophen. Darf ich jetzt weiter erzählen? Alter! Bei der Straße sind dir gleich Clip schicken. Bei der Straße sind ja so ein paar. Alter, ey. Bei der Straße sind ja so ein paar Sprungschanzen drin. Ne? Ja. Ich bin bei einer abgesprungen und vor mir war ein Motorradfahrer und ich bin dem Motorradfahrer voll in den Rücken gesprungen mit dem Auto. Ach du Scheiße, ey. Ja, es war eben gerade eine wichtigere Situation, ey, wichtiger, witzigere Situation, Alter, das ist so geil, wie der geflogen ist. Oh. Nice. Ja, das ist halt scheiße, weil du siehst es nicht sofort. Oh, hier sind wir. Au. Alter! Benutze Waffen mit Schalldämpfern oder lautlose Ausschaltung. Hab ich. Ja gut. Nur Pistolen am besten. Ich habe Scharfschützengewehr. Okay. Willst du die oben drauf? Bitte. Oben drauf? Ach da. Toll. Wir wurden alarmiert. Ja, wollen sie doch. Mir doch egal. Oh, ich bin tot. Aber warum wurden die denn so schnell alarmiert? Weiß ich nicht. Ich bin auch tot.
Da ist ein Helikopter. Ja, ich hab den einen habe ich schon in die Luft gejagt. Der andere ist gleich nicht mehr da. Wo ist er denn? Na, hier oben. Da. Ja, wo ist denn der letzte? Da oben. Ach, da ist das Zeug. Ah, du musst suchen. Hier ist irgendwo noch eins. Yannick, hier. Ich hab's. Wo bist du? Hier in den Zwischengang, hinter der Kiste. Ach da, ja, ja. Schade, dass der mit seinem beschissenen Dings Heli nicht gelandet ist. Mir wird die ganze Zeit ein Granatgeschoss plus 8 angezeigt auf meinem Körper. Ja, das war bei mir vorhin mit den 30 Schuss, was ich erzählt hatte. Okay, gut, ich verstehe. Wolltest du mich gerade überholen? Wollt ihr hinterherfahren? Wenn nicht, sah so aus, als hättest du irgendwie mit allen Mitteln versuchen wollen, mich zu überholen. Warum? Weil ich gedriftet bin? Nee, weil du so hinten an meinen Arsch dran gekommen bist. Jetzt habe ich dich überholt. Naja, das war mir klar, weil ich habe einen Fehler gebaut. Ich auch so, weil das die Kurve insgesamt scheiße genommen. Alter! Du Freak! Was sollte das? Du bist doch in mich reingefahren, Alter! Bist du blöd? Ich bin einfach geradeaus gefahren! Ja, genau! Mit einem Schlenker nach rechts. Oh shit! Französische Zwiebelsuppe und Bourbon-Mondial. Alter, die haben mir schon richtig viel Damage gemacht. Ich sterbe gleich. Toll, und ich habe mich gedreht. Oh shit! Hast du dieses, von dem Pete das Video gesehen? Mit diesem Kartenspiel Katana oder Katana? Siedler von Katan. Genau. Hast du am Ende gesehen, dass der Pete. Nein, ich habe das Video nicht gesehen. Achso. Noch nicht. Okay, hast du am Ende gesehen, dass der Pete. Ich, Punkt. Ich habe nicht danach gesehen. Nicht. Ja. Nein, danach ist ein Punkt. Ich wollte nichts weiter sagen. Achso. Ich wollte den Spoiler aufrechterhalten. Ohne ihn aufzulösen. Alter, warum ist denn immer noch dieses Plus 8 da? Ja. Ist dein Auto eigentlich voll aufgetuned oder was? Nö. Nur teilweise, teilweise. Und voll aufgetuned kann ich ja gar nicht. Da muss ich ja Level 99 sein, um zum Beispiel Turbo und sowas zu kriegen. Ah, okay. Oder 100 Rennen gewinnen oder sowas, damit du das freischaltest. Ah. Hier sind immer wieder mal LKWs, die auf einmal, weiß ich nicht, total buggen. Ja. Die sind aber diesmal nämlich alle. Du fährst bei mir durch die Dinger durch. Wie? Durch die Pilötchen fährst du bei mir durch. Okay, und du fährst auch selber da durch? Jetzt nicht mehr. Den letzten nicht. Ja, ich hab's ja auch selber. Okay. Wow! Wow! Oh nein. Was? Ich hab den LKW-Frontal mitgenommen. Fahr langsamer, ich will in deine Nähe kommen. Okay. Damit ich Erfahrungspunkte kriege. Okay, du kannst. Glaube ich.
Oder nee, doch noch nicht. Noch nicht gereicht. Jetzt! Hast du gerade auf mich geschossen? Nein, aber ich hab einen Fehler gemacht. Ich hänge zwischen den Dingern. Ich muss das Auto wechseln. Ich hab ein neues Auto gefunden. Gut. Er nennt sich Yobelt Rubble. Hallo. Hallo. Was zum Teufel? Alter! Hast du meinen Reifen zerschossen? Du hast den Reifen verloren. Ey, ich hab nur einen von dir zerschossen, du dreckiger Homo. Alter! Hast du was gegen Homo Sapiens, also gegen dich selber? Nein. Ja, warum beleidigst du mich dann? Als Homo? Homo? Hast du ja gesagt Homo. Homo? Ja, Homo. Alter! Du Wichser! Haut da einfach ab! Was hast du angestellt? Ich habe einen die Reifen geschossen. Der ist dann auf die andere Straßenseite gefahren, voll in einen rein und von hinten ist ihm dann noch einer reingefahren. Bist du ein Hormo, ey. Ja. Ein Hormon bist du. Ein hormongetriebenes Stück. Erster! Oh, herrlich. Ja, richtig herrlich. So! Meine lieben Freunde, Vorräte sind immer noch nicht voll. Egal. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns dann auf jeden Fall, wenn wir die Waren verkaufen. Und bis dahin... Viel Spaß und ich soll irgendwie meinen Touchscreen-Computer benutzen. Was? Okay. Bis dahin. Ciao. Ciao.